Wo ist Miss Sheldon? Sie holt Herbizide. Sehr gut, denn wenn es noch so eine Pflanze gibt, stehen wir schon auf der Speisekarte. Das ist nur eins unserer Probleme. Ach ja? Die verschwundenen Botaniker sind auf irgendeine Weise verhext worden. Wieso? Zum Beispiel Peterson. Er bestellte einen Spezialbohrer, um die Pflanze in die richtige Tiefe zu setzen, aber woher weiß er, was das Richtige ist? Ich bin sicher, er bekommt Anweisungen von der Pflanze wie die anderen. Und warum wurden Alan und Miss Sheldon nicht verhext? Die sind viel qualifizierter. Das ist eben die Frage. Setzen Sie das mal auf. Wissen Sie nicht, was ein Hörgerät ist? Pardon? Das ist ein Hörgerät. Was soll ich denn damit? Vorsichtsmaßnahme, setzen Sie es schon auf. Wenn Alan und Miss Sheldon immun sind, was haben sie gemeinsam? Das hier. Also, wie funktioniert es? Wahrscheinlich ist der Transistorstromkreis so eine Art Barriere. Eine Barriere! Oh, oh, ja, Sie dürfen es nicht verlieren. Wieso nicht? Sie frisst vielleicht nur Männer.